Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Let's Play Watch Dogs. Und ich hoffe vor allem, dass es mal endlich eine Folge ist ohne technische Probleme. Wir haben ja in den letzten, das ist jetzt die neunte Aufnahme, das ist jetzt von den Let's Play Watch Dogs Bad Blood Add-on, wo die ersten 8 Aufnahmen hatte ich festgestellt, nach dem Render, nach dem Hochladen, bla bla bla, nämlich grob gesehen viel zu spät, habe ich festgestellt, dass ich Probleme hatte mit den Aufnahmen. Die hatten so Sprünge drin, teilweise ging es mal schnell, dann wieder langsam. Dann wurde die Facecam asynchron und ein Hin und Her. Keine Ahnung, wo das herkam. Ich habe jetzt unheimlich viel rumexperimentiert und jetzt mache ich mal was komplett Neues. Etwas, was ich noch überhaupt nicht gemacht habe. Und zwar nehme ich das jetzt alles so auf, dass ich nicht mehr rendern brauche. Das heißt, es wird jetzt alles schon direkt fertig aufgenommen und ich kann es gleich fertig hochladen. Ich hoffe, das funktioniert alles. Das ist jetzt gerade diese Beta-Test-Folge. Ich habe jetzt zwar viele kleine Folgen gemacht, aber ich habe gedacht, ich muss jetzt mal eine ganze Folge aufnehmen, gucken, wie das so nach grob 20 Minuten dann ist. Jo, jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt hier gestartet bin, denn ich habe noch mal kurz in die letzte Aufnahme reingeschaut und da bin ich irgendwie ganz woanders gewesen. Und wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz in die Map rein. Deswegen, weil ich bin ja eigentlich da. Ich bin ja eigentlich, soweit ich weiß, schon da runtergefahren. Aber egal, das machen wir jetzt nochmal. Bumm. Und ja, fahren da jetzt einfach mal hin. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier gestartet habe. Ich bin ja wohlbemerkt jetzt auch in einer komplett neuen Aufnahmesession. Jetzt wäre noch ein Auto schön. Da holen wir uns eins, bevor ich das jetzt aufbreche und jemand die Bullen ruft. Autoabruf. Was nehmen wir denn? Unseren Uplay haben wir da. Motorrad, habe jetzt keine Lust drauf. Schönes Muscle Car wäre immer wieder was. Was haben wir denn da eigentlich alles? Was? Warte, mein Sohn, ich führe dich zum Glauben. Ich weiß, was du jetzt denkst. Was? Was? So, wir nehmen jetzt mal wieder den. Bestellen. Will ich wissen, wo der Typ ist. Ich versuche es gerade mal durch Geräusch zu erkennen. Ich muss eh da lang. Also ich bin echt gespannt, wie das hier wird mit der Aufnahme. Ich habe jetzt mal ein ganzes Aufnahmesystem. Komm her, den schnappen wir uns. Komm, bleib stehen. Vor allem, das sieht aus wie Aiden Pierce mit seiner Mütze alles. Komm. Pass gefälligst auf, ja? Richtig. Das Dumme ist, ich weiß nicht, was für eine Waffe ich ausgewählt habe. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, dem jetzt so derbe hinterher zu rennen. Na komm. Aber hier hinten hätte glaube ich jetzt auch keiner gesehen, wenn ich den jetzt ausgeschaltet hätte mit Waffe. Was? Alter! Ist da gerade neben mir der Tank explodiert, ohne dass ich was gemacht habe? Das ist ein Witz, oder? Und das ist doch jetzt ein Witz. Machen wir mal eine gute Tat und dann explodiert hier die... Alter, was geht denn ab? Okay, Map. Ich muss dazu sagen, bei uns stürmt es gerade hier extrem. Das ist Wahnsinn, wie hier draußen der Wind abgeht. Stell ich mein Auto noch da? Komm, machen wir noch. Nein, weg. Mal kurz das Auto nochmal holen. Autoabruf. Muscle Cars, den wollte ich bestellen. Und du bist da drüben irgendwo. Wo stehst du? Da ist er. Aber wir wollen ja die Strecke nicht zu Fuß zurückkleckern. Und ab die Post. Ach toll, jetzt muss ich warten, bis der Ampel hier grün ist, oder wie? Ach, ich fahr einfach. Ist doch wurscht.
So, jetzt gerade beim Fahren hoffe ich, dass diese Probleme, die ich da immer hatte, weg sind. Also ich bitte mich vor allem nochmal zu entschuldigen wegen den technischen Problemen. Ich hatte anfangs das gleiche Problem mit den Hauptwatchdogs Let's Play. Nur da habe ich es dann irgendwie weggekriegt. Nur das hat irgendwie bei dem Add-on hier nicht so ganz funktioniert. Und egal was ich gemacht habe, ich habe es nicht weggekriegt. Ich weiß echt nicht, woran das lag. Das war wirklich so, dass die Rohfiles, also die ich aufgenommen habe, wirklich tipptopp waren. Aber sobald ich sie gerendert habe ich diese Sprünge drin gehabt. Und das vor allem immer an denselben Stellen. Ich habe teilweise an den Einstellungen noch ein bisschen was gemacht, also Rendereinstellungen. Ich habe es auch sogar mal in anderen. Alter, wie fährt der? Also ich habe wirklich auch an den auch mal andere Renderprogramme dann ausprobiert und da waren dann diese Sprünge an den gleichen Stellen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass durch den Codec, dass zwar die Rohdatei anschaubar war, dass aber in der File selber an den Stellen ein kleiner Fehler drin war. Und wenn da das Rendersystem das versucht hat umzurendern, dann hat das an diesen Stellen diese Sprünge verursacht. Das ist halt meine Vermutung. Ich meine, wenn das jetzt hier funktionieren sollte, dass ich wirklich mal aufnehmen kann, ohne zu rendern, dann wäre das natürlich episch. Das ist natürlich alles mal eine Frage, inwieweit ich da hier mit der Bildqualität dann zufrieden bin und so weiter. Weil die ganzen Systeme, die ich bis jetzt hatte, um so aufnehmen zu können, dass ich nicht mehr rendern muss, also grob gesehen wirklich akzeptable Bildqualität und Dateigröße im Verhältnis und so weiter und so fort, die haben mir unheimlich viel Ressourcen schon beim Aufnehmen gefressen. Und deswegen war ich bis jetzt immer nicht so der Fan davon. Und jetzt, nachdem ich auch ein bisschen so rausgefunden habe, wie ich das so aufnehmen kann, dass ich jetzt auch oben meine Facecam drin habe, inklusive dem Logo und so weiter und so fort, ich bin echt mal gespannt. Also wenn das funktioniert, wäre episch. Dann könnte ich nämlich jetzt gleich nach dem Aufnehmen schon die Folge hochladen, weil die geht nämlich auch heute online. Ah, genau hier habe ich letztes Mal aufgehört gehabt. So, was steht denn eigentlich auf dem Nummernschild? B8C. Gut, jetzt sind wir hier. Hier hat es letztes Mal nämlich einen Unfall gegeben gehabt. Also keine Ahnung, warum ich bei einer anderen Stelle gestartet habe. Und dann starten wir mal die Mission. Kein Spruch, kein Text, nix. Jetzt kommt was. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Oh, denkst du? Gott, früher. Hast du eine Apotheke beraubt? Kaubare, rezeptpflichtige kleine Säureblocker gegen Sodbrennen. Gegen Angstzustände. Ich finde, die ganze Welt sollte die nehmen. Dann gäb's weniger Arschlöcher. Vielleicht solltest du auch mal. Nein. Oh Mann. Du musst dich jetzt mal zusammenreißen. Du brauchst die nicht. Ich brauchte sie nicht. Ich brauchte sie nicht, Ray. Bis du Blumen auf mich gehetzt hast. Bis dahin war alles gut. Hör zu. Ich habe ja nicht gewusst, dass... Mach dir keine Sorgen, Ray. Denn wenn die wirken, mach ich mir auch keine.
Ich denke, wir stehen kurz davor, die Schweine zu schnappen. Ich weiß es, wo sie sind. Und wenn wir herausfinden, wer die Crew anführt, dann kann ich sie fertig machen. Und das verschafft mir Luft, um dich rauszuholen. Hey, meinst du, du schaffst es? Dumme Frage. Erreichen Sie das Fixerversteck? Das ist ja auch gleich hier um die Ecke. So wie es ausschaut. Wo ist denn jetzt der Flur hin? Achso, der sitzt im Auto. So. Wo muss ich jetzt hin? Da. Also wir fahren da wirklich hin und her, da hier. Und fahren wir mal wieder. In der alten Schabracke hier. Ich vermute, du bleibst im Wagen, wenn wir da sind. Das ist eine komplizierte Frage. Du bist echt platter, als die Polizei erlaubt, mein Freund. Chemische Gelassenheit. Die Hupen klingen in den Autos immer alle gleich. So, komm, jetzt werd mal grün hier. Mach mal einfach grün. Vor allem, wenn ich das mache mit Hacking, dass die Ampeln grün werden. Willst du keine Fragen stellen? Worüber denn? Darüber, was wir vorhaben. Oh, wir haben etwas vor? Ist das dein Ernst? Erwischt. Oh, am Himmels Willen, früher. So, also wenn man das macht mit dem Hacking da hier, dass die Ampeln grün werden, dann rasen die aber auch sofort los, ne? Dann richtig mit spulenden Reifen und dann fahren die rein in die Kreuzung. Wenn ich das aber nicht mache und die Ampel wird grün, dann kommen die ewig nicht aus dem Arsch. Das ist echt komisch. Und die Karre hier ist auch nicht gerade schön zu fahren. Und kaputt. Da ist noch so einer, gleiche Farbe hier. Da war jemand kreativ. Ach ja. Was gibt's zu erzählen? Ja, das ist meine erste. Ist es meine erste Solo-Aufnahme dieses Jahr? Nee, ist es nicht, weil ich habe ja Randall's Monday dieses Jahr schon aufgenommen. Watch Dogs ist das erste Mal, dass ich wieder dieses Jahr aufnehme, 2015. Das heißt, für alle, die meine anderen Let's Plays nicht schauen, aber dieses Let's Play, sage ich gleich mal frohes Neues in das Jahr 2015. Herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Oh, da sind wir schon. Da brauche ich gar nichts mehr erzählen. So, muss ich jetzt hin? Da geht's rein. So, dann parken wir mal. Achso, steigen schon aus. Auch ihr Jungs habt denselben Inneneinrichter. Hahaha. Muss ich mir Sorgen wegen der Pillen machen? Nein, ich bin noch voll drauf. Aber ich surf diese Welle schon ziemlich lange. Ich komm klar. So, wo müssen wir jetzt hin? Nehmen auf jeden Fall die Waffe. Warten die jetzt plötzlich auch vor allem so eine fette Schrotflinte her? Ist ja heftig. So, jetzt schauen wir uns erstmal die Gegend an. Ich weiß echt gar nicht, was die Mission hier ist, aber ich sollte auf jeden Fall ein bisschen rumballern, wenn der andere auch schon eine Waffe hat. Was haben wir denn da? Da hinten ist einer. Mal auf die Kamera hier zugreifen. So, dich kann ich sprengen. Da haben wir einen. Was bist du da oben? Da haben wir eine Kamera, ansonsten sehe ich da gerade keinen. Also bis jetzt nur zwei Gegner. Da ist noch einer. Das soll. Ach so, das soll mir erreichen. Okay. Also viele Gegner sind hier nicht. Da müssten wir eigentlich relativ leicht durchkommen. Auch wenn ich das Gefühl habe, da hinten ist noch einer.
Vor allem du läufst mit Kamera, das muss ich mir mal angucken. Außer Reichweite. Ich habe das Gefühl, ich übersehe ja noch welche. Ach, das müsste eigentlich funktionieren. Ich werde mich erstmal ein bisschen vorarbeiten. Ich komme nur irgendwie da nicht hin. Ich werde es trotzdem mal versuchen. So, jetzt dahin. Schön vorarbeiten, um da hier. So. Nummer 1 ist weg. Da kommt der nächste. Da könnte ich mich eigentlich da sichern. Komm, komm. So, da hinten haben wir einen. Den könnte ich mal kalt legen, wenn er da um die Ecke kommt. Der läuft da oben da immer im Kreis. Ich dürfte mich hier aber nicht sehen. Alle da hier ein bisschen versteckt. Ich erreiche die nicht so. Ja, das könnte was werden, wenn du jetzt. Da ist das Ding da hier im Weg. Und hier führt eine Datenleitung vom Gebäude weg. Wofür die wohl gut ist. So, ich versuche es jetzt mal anders. Ich gehe jetzt mal dahin. So, das war Nummer 2. Schön, wenn du da hinten mal vorkommen könntest. So. Und den machen wir jetzt auch noch kalt da hinten. So, da ist aber noch einer. Mindestens noch einer. Laden wir mal nach in der Zeit. Da kann man andocken. Kann man da was einsammeln? Da gibt's nichts. Bloß, wo ist denn der? Ich glaube, du bist, wenn dann da oben drin, ne? Machen wir kurz hier in die Kamera. Ach, das geht da ins Gebäude rein. Okay, das heißt, ich muss da hoch. Da. Ich muss da hoch. Dann machen wir das doch mal. Ich ging doch jetzt irgendwo eine Treppe hoch, oder? Da ist ein Treppenhaus. Ich will erst den Bereich clean, bevor ich da hier groß weitermache. Ach, das ist wieder so ein Ding, wo ich wieder mit den Dingens rein soll. Mit meinem kleinen ferngesteuerten Auto. Machen wir das doch mal. Da ist er.
Geh. So, da müssen wir jetzt rein, da ja. Oh je. Sind auch noch mehr als... Oh je, da sind drei. Da unten ist noch einer. So, fahren wir wieder raus. Das war nix. Das war natürlich schön, wenn sie die Tür aufmachen würden. Ich komme da ja aber auch nicht rein, ne? Komme ich da wenigstens irgendwie über Kameras oder so rein? Weil da waren ja welche drin, die ich sprengen konnte. Da ist auch nichts, ne? Bitte. Ich wollte ihn jetzt eigentlich mit meinem... Und hier führt eine Datenleitung vom Gebäude weg. Wofür die wohl gut ist. So. Also hier haben wir damals. Jetzt hacken wir mal die Kamera. So, jetzt sind wir drin. High-Tech-Security für eine Low-Tech-Operation. Was für VIPs wollen die dann bitte schön hier durchschleusen? So, die sprengen wir mal. Die sprengen wir mal. Hier stimmt doch was nicht. Ist da jemand? So, Nummer 2. Passt gut auf! So. Die Türen sind jetzt frei. Hier ist nichts, ich guck da drüben. Scheiße, ich will nicht der Nächste sein. Aufpassen! Das kann nicht sein! Hat das Teil denn... So. Aber wir sind immer noch nicht alleine, anscheinend. Weil der Bereich unten immer noch rot ist. Da konnte man anlocken. Das heißt eigentlich nur so viel, dass da immer noch einer da sein musste. Ich sehe zumindest keinen. Gut, dann würde ich mal sagen, ich beende die Folge jetzt mal hier und schaue mir dann erstmal an, ob diese neue Aufnahmesystem, was ich hier jetzt probiere, ist cool mit der Sonne da hinten, die da so reinleuchtet, ob das alles so funktioniert hat und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!